Ja, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Door Kickers, oder? Und wir machen straight weiter. Rutzerpunkte haben wir lediglich 20 Stück, davon können wir uns nicht kaufen, weil ich will auf die neue Waffe sparen. Und wir machen weiter mit unseren Singleplayer-Missions. Und wir haben Host Call 2327 Winter Circle. Hostage must survive or rescued und alle Terroristen töten. Und wir haben eigentlich gar nicht mal so ein großes Areal. Also zumindest nicht so verwinkelt, aber jede Menge Tangos und 3 Geiseln. Okay. Lock and load. Let's do this. Jo, da würde ich mal sagen, oh ja, die sliden hier mal so um die Ecke. Affirmative. Got it. Irgendwie so. Den lassen wir hier mal rantreten und den bringen wir hier in Position. So. Pam pam, Alter, sind sie schon weg vom Fenster. Da steht auch noch einer. Und da klappen Türen. Oh, das ist nicht gut. Na, wir warten mal. Alter, guck mal da in die Richtung. Da steht ein Typ. Naja, wir sind im schlechten bzw. im guten Winkel. So, rein theoretisch könnte man mit der Einheit hier immer rumlatschen, wa? Wäre vielleicht ganz günstig. Okay. Ich nehme mal bloß einen. Da kommen nämlich noch welche. Den weg mal einen kleinen Sidestep machen. Okay. Got it. Ja, kommt einfach alle alleine raus. Und wir sehen gerade, wir haben ja auch 2 Etagen. Das ist natürlich auch nochmal. Hahaha, ist ja traumhaft. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung, hier lang zu gehen. Ich überlege gerade, ob ich mir da noch Backup mitnehme. Eigentlich schon. Ist echt besser. So, wer kommt da jetzt noch? Mist, jetzt zeigt den da abgezogen. Na gut, den kriegen wir. Alter Schwede. Okay, der hat die Tür aufgemacht. Das ist natürlich auch sehr nett von ihm. Schön, dann können wir ja da eigentlich mal flashen, wa? Oh oh. Ach, hey. Okay. Get down. Ah, fuck. Das war vielleicht denn doch nicht so eine gute Idee. Lock and load. Let's do this. Also die Idee war vielleicht eigentlich mal so verkehrt. Oh, pff, Alter. Ich sprayen sie gleich rum hier, wa? Okay. Okay. Irgendjemand verletzt? Nee. Looks clear. In position. Jo. Aber die Idee, ich fand die Idee ziemlich cool eigentlich. Okay. Da hinten lang zu gehen. Probiert das mal nochmal. Wir haben ja Zeit. Da klappen auf jeden Fall jede Menge Türen. Ja, schön war. Sieht doch lustig aus. So, und da stand 2 Mann, ne? War da so gewesen. Oh, alter Schwede. So, und dann werden wir das hier mal ein bisschen abdecken. Weil hier stand ja, glaube ich, einer, ne? Genau der. Genau den meinte ich.
So, jetzt müsste man rein theoretisch mal mit denen hier vorrücken. Trauen tue ich mich nicht. Ha! Hier, mein Freund. So nicht. So, den Second Floor, die machen wir mal zum Schluss. Ich wär's mal hier unten, weil hier unten ist, glaube ich, mehr Randale. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das jetzt vor Schreck, ne? Am besten wäre, ich würde mit dem die Tür aufmachen. Dann hätte man einen größeren Winkel. Den könnte ich ja noch ein Stück vor. Nee, nicht weiter vor, um Gottes Willen, lieber noch ein Stück zurück. So, also da ist weiter keiner, also werden die hier wahrscheinlich irgendwo alle sein. Wenn überhaupt noch welche da sind. Mach jetzt einfach mal hier die Tür auf. Obwohl, nee, was mach ich denn? Kann ja erstmal drunter gucken, wa? Aha. Okay, einer guckt in die Richtung und der andere würde uns nicht treffen, wenn wir jetzt die Tür aufmachen, denke ich. Ah, voll die Schusslinie, wa? Nice one. So. Muss mal Lucky Lucky machen. Safe. Und der kann... hier mal Lucky machen. Und der kann hier mal den Bereich absichern. Und der kann... hier mal... nee, nicht aufbrechen. So. Okay, das sieht gut aus. Eieieiei. Okay. Affirmative. No contact. Okay, keiner drin. Dann könnte da unten noch einer drin sein. Roger. Hier. Und was ist hier? Hier ist keiner drin. Naja. Wer weiß. Wir gucken trotzdem mal richtig rein. Obwohl, wir könnten eigentlich hier kurz mal drunter gucken. Da scheint keiner zu sein. Diese Tür trotzdem mal öffnen. Okay. So, hier war keiner, da war keiner. Okay, dann können wir eigentlich alle Mann. Richtung Second Floor. Roger. Holding. Welcome. So. On your mark. Mhm. Tja, gute Frage, ne? No contact. Cops are here. So, jetzt sieht hier wahrscheinlich gleich die Party ab, wa? Oh. Aber hier ist auch noch ein blauer Bereich, das gefällt mir nicht. Und dass die hier so alleine stehen, gefällt mir auch nicht. Weil deckt Kinder gerade in die Richtung ab. Würde mal jemand, vielleicht in die Richtung mal gucken, den Typen zu töten. Da war gerade einer. Hallo? Okay, da scheint drin zu sein. Ich flash dort mal raus. Na, den haben wir schon erschossen, ne? Alter Schwede, aber ich weiß nicht, ob hier noch einer ist. Das erscheint mir ein bisschen...
Eieieiei. Gleich mal in die andere Richtung gucken. I'm on it. Ich brauche auf jeden Fall hier noch ein paar Männer. I'm on it. Und der kann hier mal so richtig rum und mal da abdecken. Ach du Scheiße. Da ist ja einer. Mach den platt. Ah, hey. Flashy. So. Okay, da ist noch eine Hostage. Gucken wir mal hier nochmal rein. Und mit dem werden wir mal hier hingehen, weil ich denke mal, da sind auch noch welche. Vergesst immer diesen Go-Befehl zu benutzen, der ist eigentlich ziemlich nützlich. Aber irgendwie... Ach du Scheiße. Sprengladung? Ich weiß nicht, ob die... Wie sollten wir... Warte mal. Moment mal. Muss mal kurz hier weg. Können wir die Geisel hier nicht mitnehmen, oder was? Hä? Okay. Also es ist lediglich hier noch einer drin. Anscheinend können wir die nicht mitnehmen. Das ist natürlich... Ich probiere das jetzt mal mit Breachen. Ich hoffe, der kriegt hier nichts ab. Yep! Hammer! Nice one. Aber in einer Minute sollst du das machen. Wow. Krasse Scheiße. Wir haben 2 Minuten 41 gebraucht. Nur immerhin. Boah, fast die dreifache Zeit. Das mag ich lieber safe als... da interessiert mich der eine Sterne überhaupt nicht. Ja, gut, okay, war eine schöne Mission. Ein bisschen knifflig, muss ich sagen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Mission wieder, wa? Und von daher, bis denn.